Wer hat's denn anzünden? Ich oder du? So ein Weib, das frisst einem Kerl ja aus der Hand. Und dann erfahrt man alles, was man wissen will. So wie mich vor ihm graust, so verlangt's mich nach dir. Komm zur Vernunft, werd nüchtern! Jäger, ich will ein Kind von dir haben. Es ist nicht recht, einen Menschen so hineinzuhetzen. Und du hast mich dazu angestiftet. Ja, du. Hat nicht er dich fangen wollen? Den Weibsteufel, den ich da sehe oder der mich interessiert, der ist nicht so chauvinistisch vielleicht zu betrachten, sondern eher eben eine Frau wie du und ich und die in so eine Situation kommt und die einfach plötzlich eine neue Lebensperspektive sieht für sich und die ihr altes Leben ein Stück weit hinter sich lassen möchte und dadurch in ihrem Innersten irgendwie erwacht. Und Dinge tut, die sie noch nie getan hat und von denen sie auch nie gedacht hat, dass sie vielleicht tun wird. Aber es ist in dem Sinne kein Teufel, der das ganz gezielt und ganz bewusst und irgendwie, wo so eine Strategie dahinter steckt. Das ist es eben nicht. Männer, erst habt ihr mich aufgerissen bis auf den Grund und jetzt möchtet ihr mich wieder zudrehen wie ein Wasserhahn? Aber mich fangt sie nimmer ein. Jetzt habt ihr mich aufgezwirbelt. Und jetzt bin ich da. Schwaches Weib, ja? Du wirfst ein Dutzend Reiter um mit Ross und Wagen. Du Teufelshex! Die Leute reden schon davon, sie seien ganz ein Harter im Dienst. Ja, kann schon sein. Aber bitte, vorwärts. Ich will wieder fort. Am meisten fasziniert mich die Genauigkeit der Figuren. Also ich bin total begeistert, wie der Karl Schönherr da geschrieben hat zu der Zeit, dass ich eben auch so eine Frauenfigur total erfassen kann. Und oftmals ist es so bei männlichen Autoren, dass die Frauenfiguren nicht so gut charakterisieren können. Und unabhängig davon finde ich das einfach ein Merkmal von Karl Schönherr, dass der so auch schonungslos diese Figuren beschreibt und einem nahebringen kann. Du bist halt ganz auseinander. Und in der Nacht hast du ein paar Mal aufgeschrieben. Ganz wild. Bin ja noch jung, sollte ich schon kalt sein? Überhaupt, muss ich jetzt über jeden Schnaufer, den ich tue, Rechenschaft legen? Ausschauen tut's bald so. Dass das Stück 100 Jahre alt ist, das kommt einem nicht so vor, weil es irgendwie sehr zeitlos ist in der Geschichte, eben diese Auseinandersetzung, die drei miteinander haben. Und das kommt mir eben vor wie so ein Geflecht, in dem eben diese drei Personen wie drei Spinnen sitzen, jede in ihrer Ecke und miteinander müssen. Und sie haben unterschiedliche Lebenskonzepte, sie haben unterschiedliche Sehnsüchte, sie wollen alle aus ihrem Leben eigentlich irgendwie raus. Das ist, meine ich, eben, was irgendwie zeitlos ist und was auch, wenn man jetzt sich überlegt, dass das 100 Jahre alt ist, irgendwie sehr modern ist. Bis jetzt bin ich nur so ein leerer Teigbatzen gewesen, aber jetzt ist im Teig Hefe drin. Mir scheint, ich gehe jetzt erst auf.